Moin, hier ist Gambit-Spieler und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Schach nach dem ersten Let's Play Schach nach der Blitzwoche im Juni. Ja, ich werde doch keine Sommerpause machen, zumindest noch nicht, aber vielleicht doch irgendwann mal. Und was spielen wir heute? Ich spiele mal E5. Mal gucken, was da auf mich zukommt, wenn ich E5 spiele. Ein normales, schottisch, spanisch, italienisch. Ich glaube, das nennt sich Alapin. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich weiß nur, dass Springer F6 in Ordnung ist. Und jetzt. Gut. Ja, ich hätte vielleicht dann doch mal was spielen sollen, was ich Ahnung habe. Also damit C2 kenne ich gar nicht. Ich denke mal, das hat er gespielt, damit er hier D4 spielen kann. Weil jetzt geht D4, fällt mir gerade so auf. Gut, verstehe ich jetzt immer noch nicht. Ich werde jetzt erstmal mit Läufer G4 den gegen D4 regieren. Gut, ich gebe das Läuferpaar auf, aber mir missfällt einfach, dass er D4 hätte spielen können sonst. D4, ich nehme raus. Ich habe hier ein Schach, habe ich nicht. Ich werde definitiv was gegen Schachteam. Noch kann er, glaube ich, D4 spielen, wegen dem Schach. Aber er lässt sich gar nicht drauf ein. Was ich einfach nicht verstehe. Also, okay, das ist ruhiger halt. Nicht so wild. Aber hätte ich gewusst, dass er nie auf D4 kommt, Gero, dann hätte ich auch nicht das Läuferpaar gegeben. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich auf Sizilianis umgestiegen bin. Genau wegen solchen Spielen. Ich finde es langweilig, muss ich zugeben, und ich habe auch keine Idee. So, jetzt wollen wir doch der Springer. Nein, ich kann ihm nicht komplette Läuferpaar geben gegen Springerpaar. Wobei er das jetzt wahrscheinlich sowieso hinkriegt. Gut, andere Planung. Ich werde jetzt mit hier G6 den Springer vertreiben und danach Läufer G7 verteidigen und ich kann dann schlussendlich zu F5 kommen. Hier hätte er, wo wir jetzt habe ich mitbekommen, Läufer G4 wäre vielleicht eine Option gewesen. So. Auf den ersten Blick sieht's aus, ich habe hier Löcher. Aber ich denke, mit Läufer G7 decke ich alle potenziellen Löcher ab. Und ich möchte ja sowieso F5 spielen. Deswegen tut mir das nicht wirklich weh. Es sei denn, es kommt gleich ein Zug, mit dem ich nicht gerechnet habe. Läufer H6 wird mir passen. Auf jeden Fall kann. Ich weiß nicht, wie er F5 verhindern will. Und ich denke, mit F5 stehe ich denn gar nicht mal so schlecht da. Gut. Wenn er nimmt, rausnimmt, nehme ich jetzt mit dem G-Bauern F5 raus. Und dann habe ich denn doch jetzt eine halboffene Linie auf den König. Okay, das lasse ich zu. Das gefällt mir dann doch schon. Und ich werde jetzt erstmal die Türme hier ins Zentrum bringen. Dann Springer D8 spielen, um B7 zu decken. Und gegebenenfalls C6 spielen. Er lässt mich dazu kommen. Und ich bin irgendwie noch im Blitzmodus, habe ich das Gefühl. Ich spiele eigentlich viel zu schnell. Andererseits, jetzt kann ich den Springer frei bewegen. Also es kann nicht verkehrt gewesen sein.
Er wird wahrscheinlich jetzt die Diagonale so besetzen halten. Wird er nicht. Ach, ich kann. Ja, ich würde gerne Springer F7 spielen, aber das kann ich mir, glaube ich, nicht erlauben. Springer E6. Ich muss ihn ins Zentrum irgendwie ins Spiel bringen wieder, weil auf D8 steht er gar nichts. Besonders. Gut. Ich muss hier aufpassen, dass nicht eventuell mal ein ganz böses Läufer G5 droht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, also ich denke, die Türme stehen nicht schlecht. Ich muss jetzt nur noch zur Verdopplung kriegen auf der G-Linie. Und wenn ich das schaffe, dann dürfte er ein Problem haben. Denke ich zumindest. Er nimmt, kann ich rausnehmen. Ich nehme raus, er nimmt raus, ich nehme raus. Wenn ich jetzt Läufer H6 spiele, wenn er rausnimmt, nehme ich hier raus. Er kommt, nimmt hier raus, ich nehme den Turm raus. Das ist jetzt so meine Be Überlegungen. Ich muss überlegen, geht Läufer H6? Ist das eine Festung? Ich nehme raus, er nimmt Bauern, ich nehme Läufer. Er nimmt meinen zweiten Bauern, ich nehme seinen Turm. Er nimmt meinen Turm. Ich nehme seinen Bauern. Er nimmt meinen Läufer. Schlussendlich einen Bauern verloren. Das heißt übersetzt, ich kann nicht Läufer H6 spielen. Schade. Kann ich den selber rausnehmen? Ich spiele mit Isolani dann. Dafür wäre sein Läuferpaar weg. Ich könnte mit Schwarz mit dem Remis leben. Andererseits ist der Läufer, ist der sehr, sehr schwach, der F5-Bauer. Läufer G6 geht auch nicht wirklich. Schwierig. Ich könnte natürlich jetzt auch Springer C5 spielen und danach E4 durchdrücken. Das klingt vielleicht sogar plausibler, denn nämlich wenn ich E4 durchdrücke, habe ich zwar immer noch den Isolani. Das ist auch keine gute Idee. Wenn ich diesen blöden Läufer auf H5 angreifen könnte, das wäre schön. Ja, ich könnte ihn mit auf Springer G8 angreifen. Ich glaube, das ist noch die beste Lösung. Wenn er jetzt nämlich rausnimmt, nehme ich den Läufer. Falls er den Bauern vorzieht, spiele ich Läufer H3. Wenn er rausnimmt, nehme ich auch raus. Na, das ist vielleicht keine so gute Idee. Andererseits, sein Turm hängt. Nein, das kann er nicht zulassen. Obwohl, wenn er rausnimmt. Ich muss ja jetzt mit dem Läufer nehmen. Alles andere ist sinnlos. Ja, ich glaube, ich habe zu schnell. Das war vielleicht doch die schlechteste Variante, die ich wählen konnte. Obwohl, wenn er nimmt, ich kann ja stehen lassen. Ich nehme einfach seinen Turm. Darauf muss er reagieren.
kann da gar nicht nehmen, weil ich mit dem Springer wieder nehmen kann. Oder ich habe irgendwas nicht gesehen. Und ich glaube, er hat einfach übersehen, dass ich Springer F8 spielen kann. Dadurch decke ich zusätzlich auch noch hier H7. Ich habe gleich mit drei Figuren meinen Schwachpunkt gedeckt. Ich habe ganz einen Turm mehr. Aber so sauber wirkt, kann es auch nicht gewesen sein, was ich gespielt habe. Ich weiß es nicht. Müsste man wirklich mal analysieren. Auf jeden Fall mit dem Turm mehr spielt sich besser. Ich glaube auch nicht, dass die Kompensation, die er. Also er hat auch nicht genügend Kompensation dafür. Gut, die Überlegung wäre natürlich Läufer H6. Weil ich glaube, den Springer kann ich nicht halten. Dann gebe ich vielleicht in Qualität zurück. Das ist auch eine Idee. Nach Läufer H6, Turm G7. Ich gebe einfach die Qualität. Wobei die Frage ist, muss ich das machen? Ich kann natürlich auch einfach Springer E6 spielen. Andererseits ist dann die Dame wieder aktiv. Nein, ich muss die Qualität geben. Das ist sonst zu kritisch. Also, Läufer H6, Turm G7. Ich drohe nebenbei lustigerweise Dame H3. Aber das will sich Gerolf nicht anzeigen. Also, wie gesagt, Läufer H6 wäre vielleicht noch interessant geworden, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß, euer Gambit-Spieler.